Servus, ich bin Solatail. Ich zock gerade, wie man auf der PlayStation 4 einen Wither ganz, ganz easy tötet. Und zwar bin ich hier jetzt ziemlich weit runtergegangen. Ich bin auf Ebene 5. Also ich stehe hier auf 5. Ja. Und hab mir hier so einen kleinen Gang gebaut. Keine Ahnung, zwischen 20 und 30 Blöcke. So viel braucht man eigentlich nicht. Und habe mir hier so eine kleine Höhle ausgehöhlt hier. Und da positioniere ich den Wither jetzt mal eben. Dafür braucht man diese Wither-Skelettschädel, die man ja im Nether findet oder im Nether. Und jo, ich zeige euch mal, wie das geht. Ich baue den erstmal auf. Da setzt man die Soul Sand einfach so hin. Und dann platziert man diese Wither-Köpfe hier oben drauf. Eins. Man braucht drei Stück. Zwei. Und dann beim dritten geht's los. Der lädt sich auf. Ich zeige euch das mal eben. Zack, da ist er. Der lädt sich jetzt auf und dreht voll durch und explodiert. Und vielleicht soll ich mal eben fix was essen. So, er ist aufgeladen. Jetzt baller ich den mal so ein bisschen ab. Also mein Bogen ist Stärke 4, glaube ich. Und wir spielen nicht auf hart oder irgendwie so, sondern ich glaube, ich spiele auf normal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, jetzt ist Zeit für Schwert. Was hat der? Ja, wenn man den frei laufen lässt, der zerstört euer ganzes Land. Der dreht sich krass durch, ballert alles kaputt. Und so ist das eigentlich die easyste Sache, den zu töten. So, ich gehe mal ganz vorsichtig um die Ecke, ob wir den noch sehen. Da ist er! Da ist er! Der. Wo ist er? Hier ist er. Der Nether-Stern. Und den braucht man natürlich, um ein Beacon zu craften. Okay. So, das war's auch schon. Ganz easy gezeigt. Macht's nach, haut rein, lasst krachen, bis dann und tschüss.